Hallo ihr Lieben, heute ist Freitag, der 5. Juni und ich dachte mir, wir fangen mal mit einem neuen Weekly Living an und ich habe im letzten Weekly Living ja erzählt, dass ich Bücher gekauft habe und dass ich ja eigentlich ein Unpacking machen wollte, aber die Bücher sind so versprengt jetzt geliefert worden, dass ich kein Unpacking mehr machen kann, weil eins von den Büchern bin ich auch gerade schon dabei, es noch zu lesen. Und zwar ist das Hope von Helena Hunting, da lese ich immer noch dran. Also ich habe letzte Woche Samstag mit dem Buch angefangen und habe da die Hälfte gelesen ungefähr. Und danach habe ich nicht mehr weitergelesen. Ich habe die Woche, wenn ich mal Zeit hatte für irgendwas, dann ja, hatte ich irgendwie auch keine Lust zu lesen. Deswegen bin ich da noch nicht weiter vorangekommen und ich ziehe das auch so ein bisschen raus mit dem Buch. Weil es Helena Hunting ist und ich liebe Helena Hunting. Wenn ich das jetzt gelesen habe, dann ist das vorbei und dann ist doof und naja. Aber ich werde mich jetzt am Wochenende mal ransetzen und gucken, dass ich dieses Buch irgendwie beende. Auf jeden Fall war Hope von Helena Hunting ein Buch, was ich bestellt habe. Das liegt hier hinten, hier. Da und unten drunter liegt die Krone der Dunkelheit, meine zwei Bücher, die ich aktuell lese. Und ja, ich dachte mir, ich zeige euch jetzt die anderen beiden Bücher, die mit dem Buch zusammengekommen sind. Und dann sind heute noch zwei Bücher aus der Bestellung gekommen. Und das letzte Buch, das ist immer noch nicht verschickt worden, das ist der zweite Band von Heartless. Das ist ja eine Jugend-Fantasy-Geschichte und der ist leider noch nicht verschickt worden, der Teil. Und ich weiß nicht, wann er verschickt wird. Wenn er irgendwann mal hier auftaucht, dann zeige ich euch das Buch auf jeden Fall noch. Aber ja, bis jetzt ist es noch nicht angekommen. So ein Mist. Auf jeden Fall habe ich noch mitbestellt. The Something About Him von Rachel Higginson. Das ist der vierte und letzte Teil der Opposite Attracted Reihe. Und hier geht es um den Bruder von Vera, Van und um Dylan. Genau, Dylan und Van. Und Dylan ist die Schwester von Ezra aus dem zweiten Teil. Und Vera war ja die Protagonistin im ersten Teil. Und Van ist ihr Bruder. Und um die beiden geht es. Und wie gesagt, die kennt man schon aus den ersten drei Bänden. Und ja, ich freue mich da schon sehr drauf, das Buch dann hier zu lesen. Ich muss sagen, den Typen hier vorne finde ich, das ist so gar nicht mein Geschmack an Mann, was hier vorne so drauf abgebildet ist. Aber lassen wir uns mal überraschen, was dieses Buch hier so für uns bereithält. Ich freue mich auf jeden Fall mega doll drauf. Die ersten drei Teile der Opposite Attracted Reihe haben mir ja sehr, sehr gut gefallen. Machen wir weiter mit den Büchern, die ich bestellt habe. Und zwar habe ich noch bestellt The Secret Book Club von Lissa K. Adams. Ein fast perfekter Liebesroman. Dieses Buch ist ja wirklich gerade in aller Munde. Ich habe mir noch keine Rezi oder irgendwas zu diesem Buch angeguckt. Auf jeden Fall habe ich mir das Buch noch nicht weiter angeguckt, weil ich mich überraschen lassen wollte von der Geschichte. Und ich weiß nur, dass es hier um einen geheimen Buchclub gibt, wo Männer Liebesromane lesen, um die Frauen besser verstehen zu lernen. Und ja, ich fand, das klang einfach richtig, richtig cool und ich bin sehr gespannt auf das Buch. Und wenn ich es gelesen habe, werde ich euch berichten, wie es mir gefallen hat. Und das schimmert so. Das ist voll cool. Das ist wie bei Duty and Desire. Das schimmert auch so komisch. Und ja, ich freue mich schon sehr, 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 sehr doll auf die Geschichte. Dann habe ich jetzt noch zwei Bücher aus der Bestellung. Die haben sie einzeln verschickt. Fragt mich nicht, warum. Die haben halt die Bestellung komplett aufgesplittet. Ich habe keine Ahnung, warum die das so machen. So, wartet, jetzt muss ich das hier mal auspacken. Jetzt ist die Frage, kriege ich das mit einer Hand hin, während ich euch hier mit der anderen festhalte? Übelst die Nahaufnahme. So, und hier haben wir jetzt drinne Wildflower Summer in deinem Arm von Kelly Moran. Wie ihr ja wisst, hat mir die Redwood-Reihe von Kelly Moran so, 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 so gut gefallen. Und deswegen musste ich mir natürlich auch Wildflower Summer kaufen von ihr. Und ja, da freue ich mich auch schon sehr. Ich glaube, das wird die nächste... Hallo, wer mich schafft. Ich glaube, das wird die nächste Geschichte, die ich jetzt lesen werde, wenn ich mit Hope durch bin, weil ich mich schon so auf dieses Buch hier freue. Und ja, mehr dazu dann, wenn ich es gelesen habe. Und für alle Haptiker unter uns, das Buch ist geprägt. Die Blumen sind geprägt, die Schrift ist geprägt. Oh, wir haben was zum Anfassen. So gut. Ich liebe es, wenn man Bücher hat, wo man hier so antatschen kann. Ich bin da ja auch so ein haptischer Mensch und ja, ich streichle da gerne die Bücher. Ja, das war Buch Nummer 1 und Buch Nummer 2. Verdammt, jetzt ist der Bibbel zum Aufreißen abgegangen. Da ist das Schätzchen. Wuhuhu. So. Ja, und das ist Buch quasi Nummer 5. Ja, das ist Buch Nummer 5 aus der Bestellung. Cybertrips von Marie Grasshoff. Das ist ja der zweite Teil von der Neonbirds-Reihe. Ich glaube, das ist die Neonbirds-Reihe, ne? Auf jeden Fall ist das der zweite Teil der Neonbirds-Reihe und ich freue mich ja schon so doll drauf, das Ganze zu lesen. Ich fand der Neonbirds schon richtig, richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen, auch wenn das Buch so ein bisschen, ja, auch seine ruhigeren Stellen hatte und seine ruhigeren Momente hatte. Es war jetzt nicht dauerhaft so pam, 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 pam,
sondern es war auch zwischendurch mal ruhig und entspannt und es hat mir aber gut gefallen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was mit dem Mojas, mit Kami und den Menschen jetzt hier wird. Und ich fand die Welt ultra cool in dem Buch. Und ja, deswegen Cybertrips von Marie Grassoff habe ich mir noch gekauft und ich freue mich schon so, ich freue mich schon so. Und ja, auch hier werde ich euch dann natürlich berichten, wenn ich es gelesen habe, wie es mir gefallen hat. Und das waren jetzt 4 von meinen 6 Büchern, die ich bestellt habe. Wie gesagt, Hope ist Buch Nummer 5 und der zweite Teil von Heartless von Sarah Wolf, das ist Buch 6, das immer noch nicht verschickt wurde. Ich weiß nicht, warum die das gerade nicht liefern können. Alle anderen Buchversanddinger wie Hugendubel, Thalia, Amazon, die haben es alle da. Aber unsere kleine Buchhandlung, wo ich jetzt hier die Bücher bestellt habe, die haben es halt nicht da und die haben es nicht vorrätig. Und das steht halt da, lieferbar in 2 Wochen. Aber wo ich es bestellt habe, stand das nicht da. Da stand halt da, dass es lieferbar ist. Deswegen, naja, irgendwann wird es schon ankommen. Ich wäre jetzt eh heute und morgen nicht dazu gekommen, das Ganze zu lesen. Und ja, so viel dazu. Wie gesagt, lesetechnisch gibt es jetzt noch nicht wirklich irgendwas Neues seit dem letzten Weekly Living. Heute ist Freitag. Ich werde mich jetzt an den PC schwingen und jetzt den Stream anschmeißen. Und ein bisschen streamen heute Abend. Und ja, mal gucken, was das Wochenende so bringt. Geplant haben wir nichts, weil kannst du eh nirgendwo hin. Macht ja momentan auch nicht so viel Spaß, irgendwo hinzugehen. Und bei uns wird es gerade richtig, richtig finster. Die haben heute auch noch Gewitter hier angesagt. Naja, schauen wir einfach mal. Ich habe jetzt auf jeden Fall mal nichts weiter zu erzählen. Ich schaue mich jetzt an den PC und ich würde sagen, ich melde mich morgen oder am Sonntag oder so nochmal. Bis dann. Hallo ihr Lieben, heute ist Sonntag, der 7. Juni. Ich glaube, der 7. Juni. Und mir fällt gerade ein, dass ich bei meinem letzten Weekly Living, was heute online gegangen ist, vergessen habe, unten die Daten nochmal einzufügen. Ich schreibe ja immer nochmal hin, Mittwoch oder Sonntag und dann nochmal das Datum. Das habe ich irgendwie vergessen. Das fällt mir jetzt gerade im Moment ein, dass ich das noch einfügen wollte und es dann nicht gemacht habe. Ach verdammt, naja, egal. Ihr kommt bestimmt auch irgendwie so durch das Video. Ja, ich dachte mir, ich melde mich mal bei euch, denn ich habe, was das Lesen betrifft, so 2, 3 Sachen zu erzählen. Zum einen, wartet. Zum einen, ich habe gestern Hope beendet, endlich, nachdem ich ja dann eine Woche pausiert hatte mit dem Buch. Und warum ich pausiert hatte, das erzähle ich euch gleich. Erstmal ganz kurz zu Hope. Ich muss sagen, dass mir der 4. Teil der Miles Brothers Reihe wieder gut gefallen hat. Er war für mich auf jeden Fall besser wie der 3. Der 3. war ja für mich so ein bisschen so der schwächste Teil der kompletten Reihe. Und ja, der 4. war auf jeden Fall wieder ein bisschen besser, wobei ich auch hier sagen muss, dass ich finde, dass die Geschichte zum Ende hin ein bisschen nachgelassen hat. Also ich fand den Anfang mega gut und mega witzig und richtig süß und so. Und dann so zum Ende hin war es so ein bisschen so, ja, okay, ja. Ich weiß nicht, es war trotzdem spannend und so und es ist halt auch echt noch viel passiert. Und trotzdem fand ich das Ende nicht so gut wie den Anfang. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, woran das lag. Vielleicht, weil das für mich dann so zu sehr in so eine Standard-New-Adult-Geschichte-Richtung gerutscht ist. Auf jeden Fall hat mir das Buch gut gefallen. Ich bin zufrieden mit dem Ende auch. Ja, ich kann euch diese Reihe hier auf jeden Fall nur empfehlen. Sie ist sehr, sehr witzig. Gerade immer zu Beginn der Geschichte ist sehr, sehr lustig. Aber ich muss halt auch hier echt sagen, dass ich finde, dass der 1. und der 2. Teil definitiv die besten sind. Ich glaube, der 1. ist noch ein bisschen besser wie der 2. Und ja, es sind einfach tolle Liebesromane, die sehr, sehr witzig sind. Und ich bin gerade etwas abgelenkt, weil Milo hier lässt sich überhaupt nicht stören. Naja, auf jeden Fall, also ich hoffe, ihr hört das Schmatzen jetzt hier nicht, wenn er sich gerade seinen Babymann da leckt. Ja, auf jeden Fall kann ich euch diese Bücher empfehlen. Das sind super witzige, süße Liebesgeschichten, die mir sehr, sehr gut gefallen haben, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, die mich gut unterhalten haben. Ich werde auf jeden Fall Bücher, die von Helena Hunting noch erscheinen, auf jeden Fall auch lesen. Es sind noch 2 Reihen von ihr erschienen bei Lux, allerdings nur als E-Books. Und ihr wisst, ich und E-Books, das sind meine Stiefkinder. Ich lese einfach keine E-Books und die schiebe ich immer auf die lange Bank und deswegen werde ich diese 2 Reihen nicht lesen, so leid wie es mir tut, aber wenn ich sie mir kaufe, das liegt dann auch ewig hier noch rum. Ja, auf jeden Fall habe ich Hope beendet gestern und es ist eine süße Geschichte. Der Anfang ist definitiv besser wie das Ende, weil das Ende für mich einfach so ein bisschen so, ja, es war dann so ein bisschen Standard einfach, so wie so eine typische Liebesgeschichte und das fand ich halt irgendwie so, ja, das habe ich halt schon 100-mal gelesen, aber es war okay. Es war, wie gesagt, süß und die Geschichte ist witzig und ja, ich mag's.
So, Punkt, Ende. Ich hatte euch ja eben gesagt, dass ich bei diesem Buch pausiert habe diese Woche. Ich hatte letzten Samstag angefangen, habe die erste Hälfte gelesen und gestern habe ich mich hingesetzt und habe die zweite Hälfte gelesen. Und in der Woche habe ich nicht gelesen. Das lag einfach daran, dass ich ein Buch gelesen habe in der Woche, was ich euch ja letztens schon gezeigt habe, was mir jegliche Lesekraft genommen hat. Also, das ist total bescheuert, aber ich habe immer, wenn ich dieses Buch gelesen habe, also ihr wisst, welches es war, wartet, ich zeig's euch, das ist das hier. Immer wenn ich meinen Abschnitt von diesem Buch gelesen habe, hatte ich keinen Bock mehr zu lesen. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Und gestern war es so, wir waren gestern ungefähr hier. Ja, wir haben gestern, nee, bis hier nicht, wartet, bis hier haben wir gelesen. Ja, bis hier. Also bis hierhin haben wir gestern gelesen, also hier so das vordere Stück hier haben wir gelesen. Und ich bin gestern an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, nee, ich will nicht mehr. Ich habe das Buch gestern dann abgebrochen. Ich werde das Buch und auch die Reihe nicht weiterlesen. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich mit dem ersten Teil schon echt Schwierigkeiten hatte, weil ich den sehr, sehr langatmig fand. Und ich fand halt einfach, dass für diese 600 Seiten, die dieses erste Buch ja auch lang ist, dass da einfach nichts passiert. Also es passieren schon Dinge, aber es zieht sich alles einfach so unglaublich. Und bis mal was passiert, und das ist überhaupt nicht meins. Das geht so Richtung Cassandra Clare, wisst ihr? Das ist halt alles sehr ruhig erzählt, sehr detailreich erzählt und es dauert halt einfach, ehe was passiert. Und das ist überhaupt nichts für mich. Da bin ich echt nicht der Leser für. Und ich hatte ja gehofft, dass das im zweiten Teil jetzt besser wird. Ich habe den zweiten Teil letztes Jahr einfach vom Verlag zugeschickt bekommen. Ich habe den nicht angefragt und nichts. Ich wollte den zweiten Teil eigentlich auch nicht lesen. Ich hatte für mich gesagt, ich lese die Reihe erstmal nicht mehr weiter, weil ich halt den ersten Teil so langatmig fand. Und dann hatte ich jetzt das Buch halt zugeschickt bekommen und dann dachte ich mir, gut, okay, dann lese ich es jetzt halt auch. Und dann habe ich jetzt mit der Susanne zusammen, sei gegrüßt an dieser Stelle nochmal, gesagt, okay, wir lesen das Buch zusammen, weil sie hat es auch noch zu Hause. Und ja, gestern war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr. Ich habe das Buch gelesen, ich hatte keinen Bock mehr. Ich habe es auch nur noch quer gelesen und ich habe wirklich ganze Seiten übersprungen und trotzdem habe ich nichts verpasst von der Geschichte. Und das, nein. Und ich habe keine Lust mehr jetzt hier noch 300 Seiten zu geben, ohne dann zu erfahren, wie es am Ende ja ausgeht, weil es ja der zweite Band ist von dreien. Und dann müsste ich rein theoretisch nochmal 600 Seiten vom dritten Band lesen, um überhaupt ein Ende für die Geschichte zu haben. Das heißt, ich müsste nochmal 900 Seiten in mich reinquälen, um zu erfahren, wie diese Geschichte ausgeht. Und das ist für mich so, wo ich sage, nein. Ich habe keine Lust mehr, meine Lebenszeit damit zu verschwenden, ein Buch zu lesen, was mich nicht unterhält. Und das tut mir sehr, sehr leid, dass ich das so sagen muss, aber für mich ist diese Geschichte einfach nichts. Ich bin, wie gesagt, einfach ein Mensch, ich brauche Action, ich brauche Spannung, ich brauche eine Dynamik in der Geschichte, ich brauche einen schnellen Fluss in der Geschichte. Das merke ich immer wieder, dass ich Geschichten, die sich langsam entwickeln und die wirklich teilweise sehr langatmige Stellen haben, dass ich damit nicht zurechtkomme. Ich brauche halt wirklich kurze, knackige Beschreibungen mit kurzen, knackigen Szenen und ja, ich brauche halt viel Dynamik und viel Tempo in der Geschichte. Und deswegen bin ich hier definitiv raus. Also alle, die gerne so, ich sag mal, Bücher so Cassandra Clares Richtung lesen, die sehr detailreich sind, die sich langsam entwickeln, wo sich die Geschichte sehr, sehr ruhig auch aufbaut und sowas. Alle, die sowas mögen, sind hier halt auch richtig. Oder halt auch Kuss der Lüge damals, ne, von Mary E. Pearson. Das ist auch so eine Reihe, die sich sehr langsam entwickelt und sehr langsam aufbaut, wo halt auch nicht so viel passiert. Alle, die sowas mögen, denen empfehle ich hier auf jeden Fall diese Reihe. Aber für mich ist es halt einfach nichts. Es ist mir einfach zu ruhig, zu langatmig und dadurch ist es für mich einfach nur langweilig und ich quäle mich durch dieses Buch. Und so leid es mir tut, das sagen zu müssen, aber das war jetzt nicht das erste Buch von Laura Kneitel, was ich gelesen habe, wo es mir so ging. Ich fand es bei Berühre mich nicht damals auch schon schwierig für mich. Das war auch so eine Geschichte, die sich sehr langsam entwickelt hat und das ist mir ädelt. Und da habe ich mich auch streckenweise wirklich durch das Buch ein bisschen durchquälen müssen, weil es halt sehr, sehr ruhig war auch. Und ich glaube, Laura Kneitel hat sich für mich einfach in eine Richtung entwickelt, mit der ich persönlich nicht mehr so zurechtkomme. Und deswegen werde ich auch von Laura Kneitel, glaube ich, auch erstmal nichts mehr lesen. Und ich hatte es im letzten Video, glaube ich, auch vergessen zu sagen. Ich hatte da ja Dream Again gelesen. Ich glaube, ich habe dann zum Abschluss nicht nochmal was gesagt. Also Sarah Lina hatte mir auch gerade einen Kommentar unter das Weekly Living geschrieben, dass ich zu Dream Again nichts mehr gesagt habe. Ich habe zu Dream Again auch nichts mehr gesagt, weil es bei Dream Again mir auch so ging, dass ich das Buch sehr vorhersehbar fand, sehr konstruiert. Es war ein sehr
großer Baukasten, den man dahinter auch gesehen hat. Ich sag mal, wenn man schon etliche New Adult Bücher gelesen hat, so wie ich jetzt, erkennt man irgendwann das Schema natürlich dahinter und man erkennt natürlich den Baukasten, wie so ein Buch zusammengesetzt wird. Und das war hier sehr, sehr offensichtlich und für mich war das Buch absolut vorhersehbar. Und ja, es war ganz nett, es war ganz süß am Ende, aber ich, ja, mir hat das Buch nichts gegeben. Und deswegen bin ich da auch mit der Autorin durch. Also ich werde von Mona Kasten auch nichts mehr lesen, da bin ich auch raus. Die Fantasy-Bücher von Mona Kasten haben mir so überhaupt nicht gefallen. Cold Wolf City, was ich da gelesen hatte, was ihr letztes war, was da rauskam, fand ich richtig, richtig kacke. Und ja, deswegen bin ich mit der Autorin auch durch, weil mir ihre Geschichten einfach zu offensichtlich sind, zu konstruiert und das gibt mir einfach nichts. Ich habe auch da, kommt für mich, bei den Büchern kommt für mich auch keine Spannung auf und keine Action und ja, ich glaube, ich bin halt wirklich für manche Bücher einfach schon zu alt, dafür habe ich einfach schon zu viele andere Sachen gelesen, dafür habe ich ganz andere Ansprüche, wie jetzt vielleicht ein Leser, der noch um einiges jünger ist und ja, nehmt es mir jetzt nicht wieder für übel, alle Mona Kasten-Fans da draußen oder Laura Kneidel-Fans, es ist meine persönliche Meinung. Ich empfinde das halt beim Lesen, was ich empfinde. Wenn es euch dort anders geht, ist das super. Dann freut euch. Wenn ihr Spaß mit den Büchern habt, dann freut euch. Aber für mich persönlich ist es halt einfach nichts. Deswegen bin ich, was das betrifft, einfach raus. Punkt. Also ich habe immer noch von Laura Kneidel hier ungelesen rumstehen. Water in Air und Someone New. Auf diese zwei Bücher habe ich gerade sowas von keiner Lust. Aber ich weiß, dass Water in Air zum Beispiel nur knappe 350 Seiten hat und ein Einzelband ist. Also werde ich dieses Buch auf jeden Fall irgendwann lesen, weil ich denke, dass diese Geschichte ein bisschen mehr Dynamik hat, wie ein zweiter Teil mit knappen 600 Seiten. Und ja, Someone New, ich werde es mir irgendwann sicherlich auch nochmal mit durchlesen. Das Buch ist ja auch ultra gehypt worden, aber ich habe jetzt gerade nach dem Buch hier keine Lust mehr dazu. Deswegen werde ich das auch erstmal stehen lassen. Ich denke, ich werde jetzt als nächstes aus My Wildflower Summer lesen von Kelly Moran. Das ist das hier. Wartet. Milo schläft im Übrigen jetzt. Und er legt sich immer so nah an mich ran, dass ich mich hier nicht bewegen kann auf der Couch. Wartet. Ich werde als nächstes dann das hier lesen, Wildflower Summer von Kelly Moran. Und ich freue mich da schon sehr drauf, weil wie gesagt, ich liebe ja die Redwood-Reihe von ihr. Und ich denke, dass mir das hier gut gefallen wird. Deswegen werde ich das jetzt lesen und ich finde es immer noch so toll, dass die Blümchen und die Schrift hier so geprägt sind, so für uns Haptiker, ne, ja, so, das ist so schön. Und ja, mehr habe ich jetzt eigentlich auch nicht zu erzählen. Ansonsten gibt es eigentlich auch nichts Neues seit vorgestern oder wann habe ich mich gemeldet? Ich glaube vorgestern, ne, seitdem ist hier auch nichts passiert. Deswegen mache ich jetzt auch Schluss an dieser Stelle und ich melde mich dann die Tage wieder. Bis dann! Hallo zusammen! Ich dachte mir, ich melde mich nochmal mit einem neuen Abschnitt fürs Weekly Living. Ich habe gerade schon zwei Videos gedreht und dachte mir, jetzt drehe ich gleich noch den Abschnitt fürs Weekly Living hinterher, weil ich bin einmal halbwegs zurecht gemacht. Und ja, ich wollte mit euch noch ein Paket auspacken, denn mein Buch, was ich vor 3 Wochen bestellt habe, ist endlich angekommen, was noch gefehlt hat. Uhuhuhu. Ich freue mich so. Ich mach mal hier fix auf. So, wartet. Oh Gott, es ist aus dem Schutzumschlag raus. Warum ist das nicht eingeschweißt? Das finde ich gerade irgendwie uncool. Ich hasse es, wenn ich Bücher bestelle und Hardcover und die sind nicht eingeschweißt. Da könnte ich explodieren, weil ja genau das passiert, was hier passiert ist. Verdammt. Okay, er ist nur angeditscht, er ist nicht eingeknickt. Ja, auf jeden Fall, ich hatte ja Bücher bestellt. Ich hatte euch, glaube ich, auch gesagt, was noch fehlt, nämlich Heartless Band 2 von Sarah Wolf und ja, Das Herz der Verräterin. Oh, ich freue mich, da oben steht der erste Teil. Hier, da. Ich weiß nicht, ob ihr ihn noch sehen könnt in der Kamera. Da steht der erste Teil, das ist jetzt der zweite. Ich freue mich drauf. Ich weiß aber noch nicht, wann ich zum Lesen komme, weil... Oh nein, hier oben ist ein Riss im Dings. Ja, auf jeden Fall ist das Schätzchen jetzt hier auch endlich da. Damit sind alle Bücher aus meiner Bestellung da. Und ja, wie gesagt, wann ich das Schätzchen hier lesen werde, ich weiß es noch nicht, da ich aktuell eine ziemlich lange Leseliste habe. Ich lese ja aktuell, damit Themawechsel, haha, also so viel zu Heartless, es ist da, wup, wup. Ansonsten hatte ich ja gerade gesagt, ich habe momentan eine ziemlich lange Liste an Büchern, was ich jetzt noch lesen will, möchte, muss, was auch immer. Und zwar, ich lese aktuell mit der lieben Tina zusammen Cybertrips von Marie Grassoff. Ich habe mit Tina ja schon Neon Birds gelesen, wir haben jetzt die ersten beiden Leseabschnitte gelesen. Und ich muss sagen, mir gefällt das Buch bisher wieder sehr, sehr gut.
Also ich mag es und ich bin gespannt, was jetzt alles noch passieren wird. Ich bin gespannt, wo uns diese Geschichte hinführt, weil mit dem, was man so bis jetzt in diesem Buch gehört hat und erfahren hat und so, könnte das so ein bisschen schwierig werden alles. Ja, aber ich freue mich da jetzt einfach drauf auf das Buch und ja, freue mich dann auch, wenn wir morgen weiterlesen können. Wir lesen immer so am Tag 50, 60 Seiten, je nachdem, wie es mit den Kapiteln gerade so passt. Und ja, ich freue mich einfach hier weiterzulesen. Dass der zweite Teil ist, dieser Reihe, kann ich euch jetzt nicht so viel dazu sagen. Ich will euch nicht spoilern. Aber was ich hier an dieser Stelle schon mal loben muss, ist, dass die liebe Frau Grassoff hier vorne eine drei, vier Seiten sind es am Anfang, wo sie nochmal eine Kurzzusammenfassung gemacht hat, was im ersten Teil passiert ist. Und das finde ich sehr, sehr gut. Vielen Dank, liebe Marie, falls du das hier jemals sehen solltest, für diese Zusammenfassung. Denn wenn man Bücher liest und mehrere Bücher liest und halt auch viel Science-Fiction liest oder Dystopien oder sowas zwischendurch, man vergisst einfach sehr, sehr schnell, was in diesem Buch alles nochmal passiert ist im ersten Teil. Und aufgrund dieser dreiseitigen Zusammenfassung vorne war das alles wieder da. Ne? Also es ist alles nochmal ins Gedächtnis gerufen worden und dachte so, ja, ja genau, so war das, genau so war das. Und ja, bin ich sehr, sehr happy mit und freue ich mich sehr drüber. Und ja, ich muss auch mal wieder sagen, die Illustrationen, die hier in diesem Buch drin sind, die sind so schön. Hier, das war das Lesebändchen. Wartet, da, guckt sie euch an. Ich finde sie so unglaublich schön. Wirklich, gefallen mir richtig, richtig gut. Und ja, ich kann euch hier zur Geschichte nicht so viel sagen, außer dass es immer noch um den Virus geht, um Kami, der Menschen in gefühllose Killermaschinen verwandelt, um es kurz zu fassen. Und ja, unsere vier Helden hier versuchen da irgendwie eine Lösung zu finden. Und ja, mehr verrate ich nicht. Ich finde es bis jetzt sehr, sehr gut. Mir gefällt es und ich freue mich dann morgen weiterzulesen. Ja, ansonsten gibt es jetzt nicht viel Neues. Ich überlege jetzt, welchen Liebesroman ich als nächstes lese. Ich hatte ja jetzt Wildflower Summer gelesen und ein tolles Buch. Kelly Moran, I love it. Also ja, ich freue mich dann schon auf den zweiten Teil von Wildflower Summer, will ich auch auf jeden Fall lesen. Es ist ja hinten eine Leseprobe vom zweiten Teil drin und die ist sehr, sehr interessant. Also entweder lese ich jetzt Something About Him, boah, ich kann das nicht aussprechen, oder ich lese The Secret Book Club. Ich weiß es noch nicht, eins von beiden wird's. Vielleicht lasse ich auch meinen Mann entscheiden. Mal gucken, ich kann mich gerade nicht so richtig festlegen, welches von diesen beiden Büchern ich lesen möchte. Ja, ansonsten gibt es jetzt auch nichts Neues zu erzählen. Ich weiß gar nicht, wann ich mich das letzte Mal gemeldet hatte. Ich glaube Anfang der Woche, Montag, Dienstag oder so. Heute ist Freitag. Ich bin heute Mittagskind. Ich durfte heute schon um 11:30 Feierabend machen, was mir sehr, sehr gut gepasst hat. Ich konnte jetzt schon zwei Videos drehen. Den Abschnitt kann ich jetzt drehen. Ich muss mir jetzt fix was zu essen machen, weil ich bin dann gleich mit meiner Oma verabredet. Aber ich muss vorher was essen. Mir hängt der Magen in den Kniekehlen. Und ja, aber ansonsten ist jetzt nicht wirklich irgendwas passiert die Woche. Ich freue mich heute Abend auf den Stream. Ansonsten gibt es nichts weiter zu erzählen. Die neue PlayStation 5 ist ja gestern vorgestellt worden. Ich weiß, das interessiert euch jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich freue mich schon so da drauf. Oh mein Gott, das wird so gut. Und ich habe mir heute ein Video über Cyberpunk 2077 angeguckt. Das ist auch ein Computerspiel. Und ich glaube, das wird auch richtig gut. Und ich glaube, ich muss das auch haben und ich will das spielen und so. Und oh mein Gott, ich freue mich. Ja, ansonsten gibt es jetzt nicht viel zu erzählen. Wie gesagt, ich mache mir jetzt schnell was zu essen, treffe mich dann mit Oma. Dann gehe ich heute Abend in den Stream, so wie immer, so 18 Uhr. Und dann zocken wir heute Abend wieder ein bisschen DBD. Und danach mache ich noch Horizon, das DLC, fertig endlich, dass ich dieses Spiel für mich abhaken kann. Und ja, mehr gibt es nicht zu erzählen. Ich würde sagen, ich melde mich vielleicht am Sonntag nochmal, wenn ich dann ein bisschen weitergelesen habe und vielleicht auch noch eins von den anderen beiden Büchern angefangen habe. Denn es passiert ja einfach nichts in meinem Leben. Achso, ich bin mit meinen Haaren im Übrigen noch sehr, sehr happy. Ich freue mich immer noch. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, sie wieder abzuschneiden. Und ja, jetzt höre ich auf, euch voll zu quatschen und sag mal, bis dann. Hallo ihr Lieben, heute ist Freitag, der 19. Juni und es ist eine Weile her, dass ich mich bei euch gemeldet habe. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wie lange es her ist. Ich schätze etwas über eine Woche. Ich habe total vergessen, fürs Weekly Living mal Abschnitte zu filmen, ich Idiot. Und ja, es ist auch nicht wirklich irgendwas bei uns passiert hier. Meine Oma hatte die Woche Geburtstag und ja, so richtig feiern geht ja aber auch nicht. Und ja, es ist ansonsten nichts los gewesen. Also ja, ich habe nichts zu erzählen gehabt, sonst hätte ich mir wahrscheinlich auch eher gemeldet. Ja, es ist jetzt Freitagnachmittag. Ich warte jetzt, dass ich mit dem Kleinen rausgehen kann, weil wenn ich mit ihm draußen war, dann kann ich mit dem Stream anfangen. Aber ich muss halt vorher nochmal mit ihm Gassi gehen, sonst steigt er mir hier aufs Dach.
Und wenn ich ganz großes Pech habe, muss er heute Abend dann auch nochmal raus. Dann, ja, muss ich den Stream irgendwie pausieren oder so. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall, ja, warte ich jetzt darauf, dass ich mit Milo rausgehen kann und spiele hier noch so ein bisschen mit ihm. Aber ich glaube, er hat jetzt keine Lust mehr. Okay, er bleibt liegen. Ja, auf jeden Fall ist heute Streamtag. Ansonsten, was kann ich euch erzählen? Ich habe hier ein paar Bücher hinter mir liegen. Und zwar zum einen habe ich die Woche, beziehungsweise gestern mit der lieben Tina zusammen Cybertrips beendet. Das ist der zweite Teil von Neon Birds. Ja, wir haben das die Woche gelesen und ich muss sagen, ich fand den zweiten Teil wirklich gut. Er hat mich sehr gut unterhalten. Dieser Cliffhanger am Ende, der da sein soll, den hatte ich dann irgendwie schon erahnt, dass das so kommt und dass das irgendwie in der Richtung dann enden wird. Deswegen war es jetzt für mich nicht so ein ultra großer Cliffhanger. Deswegen hätte ich mir da irgendwie mehr noch ein bisschen gewünscht. Ansonsten muss ich sagen, ist das Buch recht ruhig. Also es kommen actiongeladene Sachen drin vor, aber wirklich doch eher tendenziell zum Ende hin erst. Also es ist ein guter zweiter Teil. Ich bewerte zweite Teile für mich irgendwie auch immer ein bisschen anders, weil ich halt immer bei so Reihen sage, der zweite Teil ist halt ein Übergangsteil. Der muss halt die Brücke zum Anfang und Ende schlagen. Man weiß halt bei einem zweiten Teil immer, dass die Geschichte da noch nicht zu Ende erzählt wird, dass der große Showdown noch nicht kommt. Jetzt hat es gezogen, die Tür ist zugefallen. Deswegen fände ich, haben zweite Teile sowieso immer schwierig, weil man als Leser weiß, man bringt es eh noch nicht zu Ende mit der Geschichte. Und ja, ich muss sagen, für den zweiten Teil fand ich Cybertrips wirklich richtig gut. Ich bin jetzt auf jeden Fall sehr, sehr doll auf Bitterhearts gespannt. Cybertrips hat mich da, was das betrifft, gut unterhalten. Ich kann euch hier zur Story nichts erzählen, weil ich euch sonst komplett zum ersten Teil spoilern würde. Nur ich finde es halt auch gut, was unsere Charaktere hier teilweise für Entwicklungen durchmachen. Es gab einen Charakter, wo ich mich gefragt habe, was mit dem los ist. Der war im ersten Teil sehr, sehr präsent und jetzt hier im zweiten Teil ist der irgendwie komplett untergegangen und hat sich dann auch in eine Richtung entwickelt, wo ich dachte so, das passt irgendwie nicht zu dem Charakter. Am Ende ging es dann wieder, aber so zwischendrin dachte ich so, was ist denn mit dem jetzt falsch? Ja, ansonsten, es gab so ein, zwei kleine Stellen, wo ich so dachte so, aha, verstehe ich nicht. Aber ansonsten hat es mir gut gefallen. Und ich muss sagen, es ist ein toller zweiter Teil, es ist eine tolle Geschichte, es ist ein tolles Buch und ich kann euch Neon Birds bzw. Cybertrips wirklich nur empfehlen. Wenn ihr gerne mal so ein bisschen futuristischere Geschichten lest, dann schaut euch das hier auf jeden Fall an. Ich kann euch das Ganze wirklich nur empfehlen. Ja, mehr habe ich nicht gelesen. Ich hatte die Woche nicht den Kopf, noch ein zweites Buch nebenher zu lesen. Ich hatte einfach nicht die Fiduse dazu. Ich habe es einfach nicht geschafft, vom Kopf her noch ein zweites Buch nebenher zu lesen, neben Cybertrips. Deswegen, ja, da habe ich dann halt nur Cybertrips gelesen. Ich habe aber heute angefangen mit, wartet, ich muss es hinter mir vorziehen, The Secret Book Club von Lisa K. Adams und ich habe da noch nicht viel gelesen. Ich bin auf Seite 68, also ich bin da wirklich noch ganz am Anfang und ich muss sagen, bis jetzt ist es ganz süß. Haut mich jetzt aber noch nicht aus den Socken, aber ich bin halt auch aus der Seite 68. Das kann ja immer alles noch kommen. Ich bin sehr gespannt, was wir hier alles noch erleben werden, in was für eine Richtung sich das alles noch entwickeln wird. Und ja, wie gesagt, bis jetzt finde ich, ist eine süße Geschichte. Haut mich jetzt allerdings noch nicht um, aber wie gesagt, Seite 68, da kann man jetzt noch nicht so viel zu dem Buch sagen. Und ja, das ist das, was ich gelesen habe, beziehungsweise aktuell lese. Ansonsten ist hier nichts passiert. Es ist einfach nichts passiert. Ich hatte am Dienstagabend mal Milo frei. Da war meine Mom da am Dienstag und hat ihn dann halt bis Mittwoch mitgenommen. Und da hat Milo halt mal wieder bei seiner Oma geschlafen. Und ich hatte halt Dienstagabend mal sturmfrei, weil mein Mann musste bis 23 Uhr arbeiten. Es ist, ich weiß, das ist echt gemein, es loszusagen, aber es ist einfach mal schön, nur alleine zu sein und machen zu können, was man möchte. Ich habe dann Dienstagabend auch kurzfristig mich noch entschieden, den Stream anzuschmeißen und es war voll schön, es war entspannt. Ich hatte keinen nervigen Hund hier während des Streams. Ich habe nichts zu erzählen. Ich bin immer noch im Homeoffice. Ich arbeite immer noch so vor mich hin. Ich mache meinen Haushalt. Ja, ich spiele mit Milo. Ich zocke ein bisschen. Ich lese ab und zu ein Buch. Aber es passiert hier halt einfach nichts. Und das ist so... Ansonsten, was könnte ich euch erzählen? Ich will am Wochenende mit der Tina mal gucken, dass wir die eine Challenge, die wir noch machen wollten, die First Sentence Challenge, wollte ich mit ihr zusammen noch machen. Da wollen wir am Wochenende mal gucken, ob wir das da vielleicht aufnehmen können.
Und ja, dann kriegt ihr vielleicht auch mal wieder eine Challenge hier auf dem Kanal. Wuhu! Ich habe die First Sentence Challenge zwar 2015 war das, glaube ich, schon gemacht, aber das ist 5 Jahre her. Also von daher kann ich die nach 5 Jahren, glaube ich, nochmal machen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass ich da gut abschneiden werde bei der First Sentence Challenge, weil ich habe über 400 Bücher hier zu Hause. Ich habe keine Ahnung, wie von diesen 400 Büchern der Anfangssatz ist. Eben wirklich, ich habe keinen Plan. Und wenn, dann habe ich wirklich gut geraten. Also, ja, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, wie das wird. Und gucken, dass wir am Wochenende dazu kommen, das aufzunehmen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ansonsten kann ich euch nichts weiter erzählen. Ich glaube, ich werde das Weekly Living jetzt hier auch an dieser Stelle schon beenden. Ich habe ja gesagt, ich will die wieder ein bisschen kürzer machen, dafür öfter machen, damit sich das halt einfach nicht wieder über so einen langen Zeitraum streckt und das Video nicht wieder Stunden geht. Deswegen werde ich dieses Weekly Living jetzt an dieser Stelle auch wieder beenden. Mal gucken, vielleicht fange ich morgen dann gleich wieder mit dem nächsten an, wenn ich bei The Secret Book Club auch ein bisschen weiterkomme. Aber ansonsten passiert ja hier halt auch einfach nichts. Es passiert einfach nichts. So, und mehr habe ich jetzt nicht zu erzählen. Deswegen höre ich jetzt auch auf. Ich werde jetzt gleich mit Milo nochmal rausgehen. Dann gehe ich in den Stream und ich freue mich schon so. Bin gespannt, was wir heute so machen werden. Ich bin da ja auch immer total unvorbereitet, ne? Also, wir spielen immer am Anfang erst ein bisschen DBD im Stream und dann spielen wir noch irgendwas anderes und da gucke ich dann immer, was wir spielen können. Und ja, mehr gibt es jetzt an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!